Heute darf ich zwei bekannte Persönlichkeiten begrüßen mit bekannten Gesichtern und Stimmen, die erfreulicherweise uns heute ihre Stimme leihen, um in die Geschichte zu schauen. Ich darf Ihnen vorstellen Irene Suchy, Musikwissenschaftlerin und Ö1-Moderatorin, und Wolf Bachofner, Schauspieler und gebürtiger Alsergrunder, die uns jetzt einen lebendigen und durchaus auch persönlichen Einblick in die Geschichte der VHS Alsergrund und der Wiener Volkshochschulen geben. Bühne frei, schön, dass ihr da seid. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Das ist also Wolf Bachofner. Ja, und das wiederum ist, wie Sie sicher sich denken können, Irene Suchy. Also eigentlich, Entschuldigung, Magister Artis und Dr. Phil Irene Suchy. Naja, aber das ist ja nicht wirklich wichtig, oder? Na, entschuldige, wir sind in Österreich, hallo. Also da ist das immer sehr wichtig. Und außerdem schaue ich als Schauspieler, bin vielleicht gut im Beobachten, im mir was merken, im Texte vortragen, im Geschichteln erzählen, aber du als Wissenschaftlerin, ich meine, du hast eben die nötige Erfahrung in wissenschaftlicher Expertise, in gezielter Recherche, und das war nicht unwichtig. Und ich bin beim Radio. Ja, stimmt, das bist du, und ich bin beim Fernsehen, wie ich immer zu sagen pflege. Und gemeinsam decken wir, also wenn man so will, heute Abend zwei Drittel der österreichischen Medienlandschaft ab. Ne? Kann man sagen, weil Zeitungen sind keine da, oder von der Zeitung. Ne? Also ja. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen peinlich, aber wenn du schon sagst, du bist gut im Beobachten, hast du bemerkt, was bei dieser VHS draußen alles zu sehen ist? Ja, was soll ich bemerkt haben? Ich habe bemerkt, vor allem da gibt es so in Augenhöhe ein Band, ein Band mit grünen Punkteln drauf und Flügeln, ja. Und dazu ist mir nichts eingefallen, aber vielleicht weißt du was drüber. Also wenn man ein bisschen weiter übers Haus hinausgeht, dann sieht man ein kleines Mädel oder den Schattenriss eines Mädels, und das macht Seifenblasen. Ich finde das ein schönes Bild, weil Seifenblasen mögen alle Kinder und alle Menschen. Und irgendwie hat es mich an Banksy erinnert, wäre natürlich eine Ehre, er hätte das gemalt, aber das wird es nicht sein. Nein, ich glaube, es ist kein Banksy, aber immerhin, es sind schöne, nicht Luftblasen, Seifenblasen, und was mir, glaube ich, aufgefallen ist, dass die Flügeln links und rechts auch in die Richtung des Einganges führen und leiten. Also man wird sozusagen da hergeführt und hingeleitet. Die Flügeln werden dem Mathe-Schitz endlich weggenommen. Gell? Ja, genau. Super. Und was mir noch aufgefallen ist, ist so eine rote Tafel. Und ich glaube, da steht was von Karl Seitz drauf. Aber ich muss ehrlich sagen, man kann es ein bisschen schwer lesen. Man muss sich von der Seite hinstellen, ist ein bisschen tricky. Okay. Und dann kann man sehen, was da oben steht. Naja, und was steht oben? Ich meine, was hat der Karl Seitz hier mit diesem Haus zu tun? War er hier Lehrer, hat er unterrichtet oder was war da? Also dieses Haus wurde 1870 gebaut. Und ein bisschen später war es dann ein Waisenhaus, und der Karl Seitz war hier. Er galt als Waise, weil seine Mutter ja nicht als Vormund galt. Er hatte dann einen Währinger Grundherrn, der sein Vormund war. Und es war ein Privileg, in diesem Waisenhaus zu sein. Er wollte eigentlich Arzt werden, dafür war es zu spät. Die Bildungswege haben sich früher noch viel früher getrennt. Aber immerhin Lehrer konnte er werden. Und er wurde auch Lehrer in einem Waisenhaus, in anderen Waisenhäusern. Und dieses Waisenhaus, was eigentlich ein Privileg war, der Alltag war, er war Küchenjunge, Stiefelputzer, es gab Einbrennsuppe, und statt Socken gab es Leinenfetzen. Und dann wurde er der erste sozialdemokratische Abgeordnete, Bürgermeister, war auch im KZ. Und aus dem Jahr der Gründung dieser VHS ist ein schöner Satz von ihm überliefert: Wann werden die Menschen zu Menschen? Also gut, dann muss ich sagen, hat er seine Tafel da unten verdient, okay. Ich weiß, früher hat es die dort nicht gegeben, das weiß ich hundertprozentig. Wieso weißt du das? Naja, weil ich Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre hier in die Volksschule gegangen bin. Ja, hier in dem Haus da? Nein, nicht hier in dem Haus, sondern dort gegenüber. Dort gegenüber in die Galileegasse bin ich in die Volksschule gegangen, ne?
Ja, also Volksschule, Volkshochschule ist ja eigentlich nur ein Wort dazwischen, einmal mit, einmal ohne, ich weiß nicht. Seit Sozialdemokratie, fällt dir irgendwas ein? Kann man das irgendwie verbinden? Also mir fällt es schwer, aber in der Geschichte der Volkshochschule gab es verschiedene Begriffe, also Volkshochschule, Volksbildung. Und ich finde, ich sehe daraus, dass diese Begriffe zeigen die Geschichte und die Intention. Volk und Bildung, Hochschulbildung. Und was mir so auffällt, wenn ich das so studiere ein bisschen, es geht nicht um Kompensation wie Alphabetisierung und A24 und B12 Kurse. Es geht auch nicht um Wertevermittlung, sondern es geht um einen Zugang für alle, die in den vorhandenen Bildungssystemen nicht Zugang hatten. Wer ist das? Frauen, Arbeiter, Arbeiterinnen und immer wieder und immer mehr jüdische Menschen. Allerdings ist der Begriff Volkshochschule keine österreichische Erfindung, sondern er kommt aus Skandinavien, wo so viel Gutes und Gescheites herkommt. Im Jahr 1844 ist er da geprägt worden. Gut, aber wir sind ja in Österreich und wollen uns um Österreich kümmern. Und ich glaube, da müssen wir ins Jahr 1867 gehen, weil da war etwas sehr Bedeutungsvolles hat da stattgefunden, und zwar, was war das nochmal? Das Vereinsgesetz, das Staatsgrundgesetz, genau. Das Recht aller Menschen, Vereine zu gründen. Es ist ganz hoch gehalten, da kann niemand hinein. Also eine richtige Errungenschaft, und so wurde auch am 15. Dezember 1867 in Schwenders Kolosseum, einem damals berühmten Ball- und Unterhaltungslokal, hat die Gründungsversammlung des ersten Wiener Arbeiterbildungsvereins stattgefunden. Mir gefallen diese Orte, Schwenders Kolosseum, das war an der Ecke, Billrothstraße, Gymnasiumstraße, oder Drehers Bierhaus, das ist dort, wo die Galeria war, in der Landstraße. Dort gab es Ballveranstaltungen, auch von Kapellmeisterinnen, von den Zeitgenossinnen von Johann Strauss, auf die ich so viel Wert lege, dass sie endlich auch einmal aufgeführt werden. Und das waren Balllokale, Arbeitergesangsvereine haben dort gesungen und es haben dort Otto Bauer und Viktor Adler auch geredet. Und irgendwie kommt mir immer mehr der Gedanke, das waren die Orte, wo alle hinein konnten, die eben nicht in die Palais und in die aristokratischen Aufführungsräume konnten. Das, okay, weil das andere Salons und so war den Adeligen und so vorbehalten. Es gab also in den folgenden Jahren dann noch andere Gründungen, die für das spätere Volkshochschulwesen in Wien sehr prägend waren, nämlich 1887 kam es zur Gründung des Wiener Volksbildungsvereins durch Eduard Leisching. Der Leisching hat Sonntagsvorträge gehalten. Wann hatten die Arbeiter frei? Eben nur am Sonntag. Und hat auch die erste Volksbibliothek eröffnet. Das mit den Bibliotheken ist überhaupt, das muss man zwischendurch einmal erwähnen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und eine wichtige Errungenschaft der Arbeiter- und Volksbildungseinrichtungen, eben, dass es immer auch parallel ging mit Volks- bzw. Arbeiterbibliotheken. Also das ist eine richtig enge Parallelentwicklung. Das eine geht oder das andere eigentlich nicht. Aber allein darüber und über vieles mehr könnte man ganze Vortragsreihen gestalten. Bibliothek ist das, was es vor Wikipedia gegeben hat, genau. Weil man sich nicht mehr vorstellen kann. Ja. Gut, dann kommt Bürgermeister Lueger und wir nehmen manche Sachen natürlich noch wahr, was er seine Verdienste hat, aber die Schieflagen kommen auch. Und darum denkt man ja an dieses Schrägstellen seines Denkmals. Er hat drastische Subventionsstreichungen veranlasst und die Volksbildungsvereine kommen in große finanzielle Schwierigkeiten, auch weil er natürlich den Juden bereits volksbildnerischen Bestrebungen Absage erteilt, sie sollen da keinen Anteil haben. Und da kommt es parallel von Ludo Hartmann, den wir alle von seinem Platz kennen, zu einer konstituierenden Versammlung des Vereins Volksheim. Dieser Ludo Hartmann war, und das ist schön, wenn Politiker auch Historiker sind, war Diplomat, Historiker und sozialdemokratischer Politiker. Damals hieß es noch Sozialdemokratie, noch oder wieder, jetzt wieder. Und er hat auch folgende Richtlinien für die Volksbildung formuliert. Wir wollen ferne bleiben aller und jeder Politik. Nicht aus irgendwelchen Rücksichten der Opportunität, sondern weil wir der Ansicht sind, dass die Politik nicht in die Schule
und auch nicht in die Volksbildungsbestrebungen gehört. Denn die Politik ist Sache der Parteien und der Zweck unserer Bestrebungen soll nur die Verbreitung von Bildung und Wissen sein. Ich möchte persönlich kurz bemerken, ich finde es irgendwie ja, erstaunlich, bemerkenswert, dass eine so, ja, ich will sagen, nicht vielleicht revolutionäre, aber doch sehr politische Idee darum kämpft, dass die Politik aus der neuen Institution draußen gehalten wird. Und ich habe mir gedacht, immer wenn man einen Wunsch utopisch nennt oder unrealisierbar, dann heißt er fromm. Also gut, der Ludo Hartmann, der ist dann übrigens auch der Lehrer von Karl Lukmeier, der hier auch wichtig ist. Ludo Hartmann hat nicht nur das erste Volkshochschulgebäude auf europäischem Kontinent fertiggestellt, auf jenem Platz, der nach ihm heute benannt ist. Er gründete weitere Volkshochschulen, er gründete die Salzburger Hochschulwochen und einen Verein für die Abhaltung von wissenschaftlichen Lehrkursen von Frauen und Mädchen, eine Frauenhochschule Athenäum. Und nach der Eröffnung des Hauses in Ottakring, das war 1905, kam es zu weiteren Gründungen 1909, eines Hauses in der Stöbergasse und 1910 folgte die Urania. Im Aspernplatz, da möchtest du, glaube ich, speziell noch was dazu sagen. Man kann durchaus sagen, dass diese, ja, wie soll man sagen, quasi drei Stammvolkshochschulen mit ihrem wirklich reichhaltigen Bildungsangebot mehr oder weniger die Erwachsenenbildung in Wien schon vor und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg mehr oder weniger bestimmt haben. In der Urania hat zum Beispiel die von mir verehrte Elsa Bienenfeld Vorträge gehalten. Frauen wie Juden, Jüdinnen sowieso, aber Juden, war die Habilitation verboten auf den Unis. Daher waren zum Beispiel jüdische Musikwissenschaftler Zeitungskritiker. Sie haben eine Zeitschrift begründet, wie Alfred Einstein. Oder sie waren eben als Kritiker und haben Vorträge gehalten in Volkshochschulen. Und Elsa Bienenfeld war eine von denen. Sie war eine Förderin von Schönberg. Und ihre Vorträge sind sehr schön, die sie da gehalten hat. Die Mütter berühmter Komponisten zum Beispiel, Komponisten und Taubheit oder der Club der Wiener Musikerinnen, der ja hier nicht weit weg war in der Wilhelm-Exner-Gasse. Auf jeden Fall, das Wiener Volkshochschulwesen erfährt, wie wir vielleicht zum Teil wissen, seine Hochblüte eindeutig in der Ersten Republik, speziell im historisch so bezeichneten Roten Wien. 1919 bis 1934. In dieser Zeit fallen auch die Eröffnungen von sogenannten halbautonomen Filialen der oben genannten Stammhäuser in den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, Simmering und Favoriten. Ja, jetzt kommt die Wirtschaftskrise, die Geldentwertung, die Arbeitslosen steigen und wir haben die Studie von Maria Hoda und ihrem Kollegen, der auch ein Radiopionier war, Paul Lazarsfeld, dass wenn die Arbeitslosigkeit steigt, die Bildungslust ebenfalls steigt. Die Arbeiter- und Volksbildungsvereine kommen in Schwierigkeiten und jetzt kommen wir zum Jahr 1934. Karl Seitz wird als sozialdemokratischer Bürgermeister seines Amtes enthoben und verhaftet. Also entschuldige, Moment, ich muss das, dass ich das richtig verstehe, damit ich es einordnen kann. Weil ich meine, jetzt sind wir eigentlich endlich dort, wo wir hinwollen, nämlich zur Gründung dieser Volkshochschule, ja, nämlich 1934. Das heißt, das ist passiert nach der Auflösung der demokratischen Strukturen in Österreich, der sogenannten Selbstausschaltung des Parlaments 1933 nach dem Bürgerkrieg und schließlich nach der Einrichtung oder Errichtung des Ständestaates, ja? Ja, also der Name dieser Epoche in Österreich wird auch je nach Publikum anders genannt. Austrofaschismus, Ständestaat, Kanzlerdiktatur, Dollfuss-Schuschnigg-Diktatur. Na, jedenfalls, auch ob es Regime oder Regierung ist, ist schon eine Bewertung. Ja, ne? Aber jedenfalls genau in diesem Jahr wurde sozusagen hier, kann man das so sagen, eine ständestaatliche VHS gegründet? Ich meine, wie war das möglich? Wodurch einigermaßen, ich bin überrascht, wodurch dieser ganze Volksbildungsgedanke historisch eindeutig eine Sache der Arbeiterbewegung war. Wie ist das zu vereinbaren oder man was ist dann passiert? Man löst es nicht auf, man münzt es um, diesen Gedanken. Okay. Man ändert das Profil des Unterrichts, der Kurse.
Es gibt damals einen Bürgermeister von Wien, Richard Schmitz, christlich-sozial, Mitglied der Vaterländischen Front. Und der hat nämlich einen Schüler vom Ludo Hartmann, den Karl Lugmeier, zum Volksbildungsreferenten eingesetzt. Und ich glaube, das wird erst langsam auch erforscht, diese sozusagen aus der rechten Reichshälfte, auch Widerstandskämpfer, wie unser Hans Becker da zum Beispiel. Dieser Lugmeier war am Anfang scheinbar konform mit den Ideen dieses austrofaschistischen Österreich und hätte sich dann auch für die Zerschlagung und Auflösung der Bibliotheken einsetzen sollen, hat sich aber entschieden, das nicht zu machen. Das kam ihm verrückt vor. Und was man auch dann, wovon wir dann profitiert haben, nach Kriegsende, nach dem Ende der NS-Zeit, dass sich da die Antifaschisten auf eine Weise schon verbündet haben. Der Lugmeier war mit dem Matejka befreundet, der dann nach dem Krieg erster Kultur- und Bildungsstadtrat wird und okay. hilft ihm auch sogar dann aus dem versucht ihn aus dem KZ zu retten. Dieser Viktor Matejka, der genau. in der Nachkriegszeit so wichtig für die Wiener Kultur- und Bildungspolitik werden sollte. Und seine Frau, vielleicht auch noch zu nennen, dass man ein paar, war die Gründerin der künstlerischen Volkshochschule, die auch da in der Nähe ist, in der Lazarettgasse. Ja, dieser Karl Lugmeier ist durchaus eine beeindruckende Persönlichkeit. Er ist dann später nach dem Krieg, hat er die ÖVP mitbegründet, wurde Unterstaatssekretär für Volksaufklärung, Unterricht und später auch Präsident der Österreichischen Liga für Menschenrechte. Aber wollen wir jetzt noch im Jahr 1934 bleiben, weil trotz solcher beeindruckenden und überraschenden Biografien und solchen mutigen Vorgehensweisen waren halt die Wiener Volkshochschulen ab 1934 doch dem massiven Druck und der direkten Einflussnahme durch den Ständestaat ausgesetzt. Hier lese ich zum Beispiel, dass vor Beginn der Kurse und Vortragsreihen die ganzen Programme, Lehrpläne, Kursleiter, Vortragenden und so weiter beim Bildungsamt Wien einzureichen sind und die Genehmigung des Bürgermeisters einzuholen ist. Na bitte. Auch wurden unliebsame Personen einfach aus dem Dienst ausgeschieden. Gründe dafür waren unter anderem unernste Grundhaltung, Vortragen eines veralteten Weltbildes, linksliberale Einstellung, politische Bedenklichkeit oder Vortragsweise nicht im Geiste der Verfassung von 1934. Ja. Also das Kursprogramm zeigt das Regime oder den Einfluss der Regierung und jedes antifaschistische Regime trennt einmal die Geschlechter stark. Schon deshalb muss man, glaube ich, für 25 Geschlechter sein. Und die Kurse werden für Frauen und Männer sehr verschieden adaptiert. Es gibt allerdings noch Englisch und Französisch, aber dann... Bitte, es gibt auch Esperanto. Ja? Es Esperanto. Gibt Esperanto, was interessant. Und Schönschreiben. Schönschreiben gibt es, also das Regime wird nicht nur Geschlechter trennend, sondern auch kleinlich. Und es gibt bemerkenswerte Angebote für Frauen, die auch zeigen, wie die Wirtschaft steht in Österreich und in Wien. Anleitung zum Wäscheherstellen, Ausbessern, Stopfen, Herstellung von Puppen und Stofftieren. Es gibt Hilfe für den Alltag, Kurse in Krankenpflege, Erste Hilfe, Gesundheitserziehung, sogenannte praktische Fertigkeiten, was immer das ist. Kurse für Buchhaltung, Stenografie und Maschinenschreiben. Die Frauen, die ja aus dem Berufsleben drastisch hinausgedrängt werden durch die Doppelbesteuerung, durch das Zölibat für Lehrerinnen, müssen sozusagen das auffangen mit das Alltagsleben. Ja, und dann landen wir schon schmerzhaft im Jahr 1938 im März beim sogenannten Anschluss, im offiziellen Jargon damals die Eingliederung Österreichs, später Ostmark ins Deutsche Reich, in der Bevölkerung meistens als Umbruch benannt. Alle bisherigen Kultur- und Bildungseinrichtungen werden aufgelöst. Unter kommissarischen Leitung des nun eingesetzten GAU-Volksbildungswartes, der seit Ende der 1920er Jahre als Sekretär bereits im Wiener Volksbildungsverein gearbeitet hat und illegaler Nationalsozialist war, unterstellt. Alle Agenten der Volksbildung werden dem Reichsamt Deutsches Volksbildungswerk innerhalb der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude der Deutschen Arbeitsfront eingegliedert. Die neuen Zielsetzungen waren nun Stabilisierung der NS-Herrschaft, vor allem aber Säuberung und Durchdringung der Ostmark durch den Geist des Nationalsozialismus, also somit
wurde die Volksbildung nun endgültig zum reinen Propagandainstrument degradiert, kann man sagen. Das Kursprogramm heißt jetzt Arbeitsplan und man soll dort lernen zum Beispiel Wille und Weg der nationalsozialistischen Bewegung, die Wehrpolitik des Deutschen Reiches, der Rassegedanke, die Vererbungslehre und der Schutz der Gesundheit. Und auch die Kunst sollte nationalsozialistisches Gedankengut vermitteln. Zum Beispiel mit Goethes Faust, ein Vermächtnis an das deutsche Volk. Originell das Judentum in der deutschen Literatur. Völkische Verbundenheit, die Grundlage künstlerischer Höchstleistung. Entartete Musik und das Judentum in der Musik. Was wir jetzt auch wieder erleben, Sprachkurse werden umgewandelt. Manche Sprachen gehören zum Feindesland. Statt Englisch und Französisch gibt es Polnisch und Italienisch. Mit Fortschreiten des Krieges wurde die Arbeit der Volkshochschulen stark reduziert, weil fast alle männlichen Angestellten mussten an die Front. Und die Programmarbeit wurde, wie so oft, in solchen Zeiten von den weiblichen Sekretariatskräften weitergeführt. Da gibt es auch Schandtaten. Die Frauen konnten das nicht auf ihre Versicherungszeiten dann anrechnen. Aber die Frauen haben das getragen, noch ein Programm. Und es gibt ein Kursprogramm im Wintersemester 44-45, wird sogar durchgehalten. Und es wird hier eine Hauswirtschaftsschule eingerichtet. Eine Teilnehmerin berichtet, 1942 bis 1945 besuchte ich die dreijährige Hauswirtschaftsschule in der Galileigasse 8. Unterrichtet wurden wir neben den Hauptfächern zusätzlich im ersten Jahr im Weißnähen, im zweiten im Kleidermachen und im dritten im Kochen. Gegen Kriegsende wurde die Schule geschlossen und wir mussten beim Schutt wegräumen und in Fabriken mitarbeiten. So wie eine Kollegin, die in einer Gasmaskenerzeugung tätig war. Das offizielle Kriegsende ist am 8. Mai, aber Österreich ist ja zitzelweise sozusagen befreit worden, Strasshof am 10. April schon. Und vor dem offiziellen Kriegsende haben sich die wesentlichen Leute bereits zusammengetan und das spricht auch für die Vorbereitung einer guten Nachkriegszeit. Am 24. April 1945 berief Viktor Matejka als amtsführender Stadtrat für Kultur und Volksbildung einen öffentlichen Verwalter an die Wiener Volkshochschulen, Leopold Langhammer. Und bereits vier Tage danach hat die Volkshochschule Otterkring die erste Veranstaltung durchgeführt. Am 1. Mai, also immer noch vor Ende des offiziellen, also vor offiziellem Kriegsende, eröffneten die Volkshochschulen in Otterkring und Margareten mit Feierlichkeiten und begannen dann ihre offizielle Arbeit. Im Herbst 1945 nahmen auch die Urania und die Volkshochschule hier, Alsergrund, ihren Betrieb wieder auf. Diese vier Stammhäuser, das ist nicht uninteressant, mussten als Vereine wieder aktiv werden, damit sie ihr Vermögen und ihre Häuser wieder zurückerhalten konnten. Am 1. Mai 1945 hat dann der Bezirksvorsteher Heinrich Hart feierlich dieses Haus in der Galileigasse eröffnet. Es gab künstlerische Darbietungen und ich würde gern wissen, was es war. Vielleicht war es auch eine Jazzband. Gemeinsam mit der Zweigstelle Währing, die gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, konnten im Wintersemester 45-46 bereits 188 Kurse angeboten werden, die von 5.800 Hörern und Hörerinnen besucht wurden. 97 Einzelveranstaltungen und Vorträge, 12.000 Teilnehmende. Schließlich kam es 1950 zur Gründung eines Dachverbandes aller lokalen Volkshochschulen, dem Verband Wiener Volksbildung. Und dessen Leitlinie war es, die Schaffung eines einheitlichen Wiener Volksbildungswesens durch Verpflichtung zur Objektivität, Überparteilichkeit und Überkonfessionalität. Der unaufhaltsame Aufschwung aller Volkshochschuleinrichtungen lässt sich naturgemäß am besten im Kursangebot und in den Besucherzahlen nachweisen. Es gibt einen Bericht Kulturarbeit der Stadt Wien 45 bis 55, also noch in der Zeit der alliierten Verwaltung. Da gab es 1945-46 1123 Kurse und schon über 30.000 Besucher und Besucherinnen. 1954 gibt es dann 2750 Kurse mit bereits 63.000 Besuchern und Besucherinnen. Die Stadt Wien hat das immer gefördert, einerseits mit Subventionen, andererseits mit großen Ermäßigungen für Leute, die es brauchten.
1945 gab es einen Betrag von 75.000 Schilling, 1954 1,4 Millionen. Und diese Förderungen wurden jährlich wiederholt. Spannend ist für mich auch, dass das Radio immer ein Partner der Volksbildung war. Diese ersten Vorträge aus 1920, in den 1920er Jahren, die waren Radiosendungen, das wissen wir aus den Zeitungen. Wir haben ein wunderbares Radioarchiv, allerdings sind die nicht aufgenommen worden. Radio war immer live, ja. Aber es gab da mit Hilfe der Gesellschaft der Bildungsfreunde eine Zusammenarbeit mit dem Rundfunk, der RAWAG. Alle alliierten Verwaltungen haben ja großes Interesse gehabt an Kulturfestivals, an Radiostationen. Und da gab es eine tägliche Rubrik, die Wiener Volksbildung empfiehlt. Die Schwerpunkte der hiesigen Volkshochschule Alsergrund lagen besonders interessanterweise auf dem medizinischen Sektor. Zum Beispiel gab es unser Wissen vom Menschen. Oder über praktisch wichtig chirurgische Erkrankungen und ganz wesentlich könnte man wieder einführen, warum Impfungen? Ja. Auch die Psychologie dürfte die Menschen damals sehr interessiert haben, die Psychologie als Wissenschaft und Lebenshilfe, Sozialpsychologie und soziologische Probleme und Tatsachen. Die Handschrift, das war lange vor dem Computer, die Handschrift als Spiegel der Persönlichkeit oder was sagt uns das menschliche Gesicht? Dann gab es auch Volksdichtung und Volkslied aus Österreich, Stimmen der Dichter unserer Zeit, Michelangelo, lächelnde Lebensweisheit, eine Reise um die Erde in 30 Vortragsstunden. Es gab einen Experimentierabend, Hellsehen, Gedankenübertragung und Tischlrücken, immerhin 239 Besucher. Und bereits in den 50er Jahren einen Vortrag eines Biochemikers, bei dem immerhin 110 Besucher waren, wir essen zu viel. Zusätzlich zu den angebotenen Kursen werden Beratungsstellen in den Volkshochschulen eingerichtet. Finde ich sehr toll und erwähnenswert, zum Beispiel Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle für Jugendliche in seelischer Not, Ehe- und Sexualberatung bei seelischen Konflikten und Schwierigkeiten des Zusammenlebens. Stella Klein-Löw, sozialdemokratische Nationalratsabgeordnete, das ist außerbringend, und Bildungssprecherin der SPÖ, damals ja noch Sozialistische Partei Österreichs, berichtet in ihren Erinnerungen als zweite Präsidentin der Volkshochschule Alsergrund von ihren Erfahrungen in den Beratungsstellen. Da hat sie auch darüber einen Band geschrieben. Sie war eine der wenigen Remigrantinnen, die wir wiederum institutionalisiert haben. Was schreibt sie da? Zu Beginn nahmen mehr Männer als Frauen diese Dienste in Anspruch. Es kamen junge Menschen, aber auch ältere. In den 70er Jahren sank der Männeranteil bis auf 25%, der Frauenanteil stieg. Es änderte sich auch die Sozialstruktur. Arbeiter kamen immer seltener, über 60% aus dem Beamten- und Angestelltenkreis, aber auch Studenten und Akademiker waren interessiert. Der Anteil der Frauen, die nur im Haushalt tätig waren, war groß im Vergleich zu den Berufstätigen. Männer mittleren Alters klagten über das Gefängnis in der Ehe. Junge konnten nicht verzeihen, dass sie eingefangen wurden. Eine Ärztin wollte von ihrem Angestellten loskommen. Die meisten wollten nicht beraten werden. Sie wollten nur das Okay für ihr Tun. Es ging nicht um die Institution Ehe, sondern um Menschen. Und schließlich wurde in meinem Geburtsjahr 1961 eine Grundsatzerklärung für die Volkshochschulen erarbeitet. Auftrag, Wesen und Stellung der Volkshochschulen in Österreich. Die Wiener Volkshochschulen erstellten Themenschwerpunkte für jeweils ein ganzes Jahr. Zum Beispiel 60-61 die Europa-Idee oder 61-62 Menschen in den Entwicklungsländern. Und am 25. Oktober 1963 eröffnete der damalige Stadtrat für Kultur, Vizebürgermeister Hans Mandl, feierlich hier die neu umgebaute VHS. Eine Parallelveranstaltung. Naja, du meinst eine Parallelität zur heutigen Veranstaltung, meine ich. Ja, also jedenfalls hier haben wir uns gedacht, endet unsere Zeitreise, weil es werden noch andere etwas dazu sagen. Außerdem sind wir 60, 61 geboren. Somit beginnt eine neue Ära, also zumindest für uns. Ja. Und nein, und in
In diesem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie uns bei unserem ersten Live-Podcast zugehört haben. Danke.